Herzlich willkommen hier auf dem Kanal von Dr. Aman Edalatpour. Mein Name ist Sören Schumann. Ich war ja schon das ein oder andere Mal hier auf dem Kanal zu sehen. Und da der letzte Beitrag aber schon ein bisschen her ist und auch viele neue Abonnenten dazugekommen sind, stelle ich mich nochmal kurz vor. Und zwar bin ich ganzheitlicher Ernährungs- und Gesundheitsberater und Sportwissenschaftler und auch Gastgeber des Chronische Infektionen Online-Kongresses. Was sind chronische Infektionen? Von chronischen Infektionen spricht man, wenn Krankheitserreger in den Körper eindringen und das Immunsystem zu schwach ist oder so schwach ist, um diese ja zu eliminieren bzw. auf ein Minimum zu reduzieren und diese Krankheitserreger sich dann ausbreiten und Symptome verursachen. Was für Krankheitserreger können das zum Beispiel sein? Zum Beispiel Borrelien, auch die ganzen Co-Infektionen oder Viren, wie zum Beispiel Herpesviren, EBV zum Beispiel, Candida-Pilz oder auch diverse Parasiten. Und die können auch verschiedenste Symptome verursachen, zum Beispiel ja, chronische Müdigkeit, starker Leistungsabfall auf körperlicher und kognitiver Ebene, Verdauungsprobleme, auch ja, psychische Probleme und bis hin zu Autoimmun- und auch Krebserkrankungen, da können die überall mit beteiligt sein oder sogar eine primäre Ursache davon sein. Und bei dem Kongress interviewe ich insgesamt die 30 führenden Experten zu diesem Thema, also verschiedenste Ärzte, Heilpraktiker, Wissenschaftler, Professoren und ja, frage sie zum Beispiel über die Ursachen, über Therapiemöglichkeiten und viele weitere wichtige Punkte, also alles um das Thema chronische Infektion. Und jetzt gibt es noch ein paar exklusive Einblicke für euch zu ein paar Interview-Ausschnitten. Und wenn ihr euch zu diesem kostenlosen Event anmelden möchtet, dann klickt einfach unten auf den Link in der Beschreibung. Ich wünsche euch viel Spaß und wir sehen uns im Kongress. Das Epstein-Barr-Virus, das ist dieses pfeifische Drüsenfieber, wo wir eben das Drama erleben, dass ein junger Mensch, so deiner Altersstufe, erkrankt. Erst ist der Hals zu geschwollen, dann geht es ihm besser. Aber dann monatelang, den Juni, den Juli, den August, er kommt nicht hoch, er kann sich nicht hinstellen. Er muss sich von allem abmelden, er ist im Grunde K.O. Ja? Ein chronisches Fatigue-Syndrom schließt sich dann an. Und dann stellt man ja fest, EBV-Virus. Ja? Und das kommt eben davon, dieses EBV-Virus, das hat eine schlaue Strategie entwickelt. Es verstopft den Vitamin-D-Rezeptor. Das ist ähnlich schlau wie der Dieb, der ins Haus mit der Alarmanlage eindringt. Der tut erstmal Schaum in den Lautsprecher, damit der schon nicht tönen kann. Ja? Der schaltet die Alarmanlage ab. Ja? Und dieses EBV-Virus, das ist eben ein Einbrecher, das die Alarmanlage abschalten kann. Und ich hatte jetzt eine junge Frau, die eben auch schwerste körperliche Erscheinung hatte durch dieses EBV-Virus. Der Infekt wurde auch nachgewiesen. Und die Leberwerte gingen auch auf ein paar hundert. Und die hatte nur einen Vitamin-D-Spiegel von 17, obwohl die gebräunt aussah. Also niemals denken, ah ja, du bist gebräunt, hast einen guten Wert. Bräune kann man ein halbes Jahr lang behalten, aber der Vitamin-D-Spiegel, der kann nach einem Monat schon wieder weg sein. Und dann haben wir den Spiegel hochgesetzt von 17 auf 70. Und siehe da, die Leberwerte sind komplett runtergegangen. Die haben sich halbiert innerhalb von 5 Tagen. Ja, also man kann hier rasante Heilungsverläufe hinbekommen, wenn man den Vitamin-D-Spiegel auf ein vernünftiges Niveau hochzieht. Ich selber hatte einen Asylanten, der kam aus dem Kaschmir, quasi Hauttyp 5, Inder, ganz Vitamin-D-Spiegel praktisch null. Der hatte eine Tuberkulose, alle hatten Angst und das wurde nicht heil. Und der ist dann aber komplett unter Vitamin-D-Korrektur gesund geworden. Und das liegt daran, das kann man auch biochemisch analysieren, dass nämlich über das Vitamin D die Monozyten, das sind unser SEK-Kommando im Körper, das sind die Monozyten, die nehmen das Vitamin D aus der Blutbahn auf den Spiegel und machen das in das aktive Vitamin D. Und dieses Aktive ist dann in der Lage, die Tuberkelzellen zu kontrollieren. Das sind die chronischen, also eine der schlimmsten chronischen Infektionen. Das sind die Zecken sind Dirty Needles, sind auch ein Chamäleon. Jetzt haben wir immer mehr Evidenz, also Wissenschaftlichkeit, dass Co-Erreger in den Zecken sind. In Österreich viele Babesien,
Bartunnel. Das hat mit den Katzen auch zu tun. Das muss gar nicht die Zecke übertragen. Das kann das Katzenkratzen sein beispielsweise. Die Ehrlichien, die Anaplasmen, die Rickettsien, die Coxiellen gehören auch dazu. Die Chlamydien, die Mykoplasmen und die opportunistischen Infektionen. Und was man sagen muss, die Zecken sind ja verseucht. Also nicht, dass man denkt, das ist nur ein Erreger. Wenn man das mal so ein bisschen liest, die Entwicklung über die, man kann die Zecken heute testen. Und ich kann auch jedem anraten, die Zecke testen zu lassen. Auch wenn man sagt, nein, was habe ich für Konsequenzen davon? Aber ich bin doch eher sicher, wenn die Zecke frei ist von Borrelien oder Bartonellen oder Rickettsien, dann bin ich doch sicherer und beruhigter, wie wenn ich immer noch in der Dunkelheit da schwebe. Und ich kann das wieder auch für Gerichtsverfahren einsetzen, wenn ich geschädigter bin, will die Unfallversicherung in Anspruch nehmen. Ich bin immer in der Nachweispflicht. Also Zecken aufheben, auf jeden Fall mit einem Tesafilmstreifen auf dem weißen Blatt, mit Stichdatum. Man muss die nicht testen, also wenn man danach krank wird, kann man die immer noch testen lassen. Der Iceman, 5300 Jahre alt, war ja auch in seinem Knie mit Borrelien behaftet und erkrankt. Und das hat man ja auch noch nach 5300 Jahren Borrelien-DNA isoliert. Also man muss sehen, Zecke aufheben. Die Zecken sind so verseucht, das ist unvorstellbar. Also wir müssen schon aufpassen, dass wir wenige chemische Substanzen einsetzen in der Medizin, weil die alle wieder Nebenwirkungen haben. Also könnte man quasi sagen, dass im Endeffekt kein Weg daran vorbeiführt, egal wie man es jetzt macht, dass aber kein Weg daran vorbeiführt, den Körper wieder zu stärken, das Immunsystem zu stärken, Darmflora aufzubauen und so weiter. Und dann halt guckt, okay, für welche andere Methoden setze ich auf dieser Basis ein, auch mit einer gezielten Diagnostik zum Beispiel? Ja, da gehört aber auch die Ernährung schon mal dazu, was ich esse. Ja. Wenn ich viel Fisch esse, wenn ich viel Plastik esse, wenn ich viel Schwermetalle trinke, da gehören meine Zähne natürlich dazu, ganz klar. Was habe ich denn da drin überhaupt noch? Da gehört meine Lebensweise, die Stressoren, was mit meinem Cortisol, was mit meinem Testosteron, da gehören natürlich verschiedene endokrinologische Faktoren dazu. Das Ganze ist, ich nenne das ein Peeling the Onion Model, also ein Zwiebelschalenmodell, aber im Kern sind immer die intrazellulären Infektionen. Da kommt man, ich glaube, von allen Fachdisziplinen international nicht mehr drum rum, nach Infektionen zu schauen, weil wir volle Erreger sind und der Erreger sich eben so ausbreitet, ob das ein Pilz ist oder ein Parasit ist, wie unser Immunsystem ist. Wir haben für alles Lobby in diesem Land. Ja, Waffenlobby, Zigarettenlobby, aber es gibt keine Gesundheitslobby. Ja, beziehungsweise falsch, unter dem falschen Deckmantel Krankenkassen So weiter. Das Gesundheit ist der Deckmantel, genau, richtig. Und in Wirklichkeit ist was anderes dahinter. Die Sonne drauf scheinen konnte früher, heute geht das nicht mehr. Ne? Wir sitzen drinnen. Wir haben also früher auch ja in Höhlen gelebt, aber nur nachts. Dafür waren wir draußen. Heute haben wir zu der Schlafhöhle zusätzlich noch eine Wohn- oder Arbeitshöhle. Wir haben fahrbare Höhlen, mit denen wir unterwegs sind. Also wir sind nicht mehr in der Sonne. Und wenn wir reingehen, schmieren wir uns gegenseitig liebevoll mit Sonnencreme ein. Und die Sonnencreme, die heißen ja im Volksmund Blocker. Ja, die blocken wirklich die Sonne. Da geht nichts mehr durch und dann bildet man kein Vitamin D mehr. Und das ist der Grund, warum in Studien, und ich selber habe Gott sei Dank Zugang zu vielen, vielen Vitamin D-Daten. Ich bin inzwischen Vitamin D Millionär geworden, leider nicht Euro, sondern nur Daten. Aber in diesen Daten können wir sehen, dass die Menschen nicht nur in Deutschland, sondern weltweit im Defizit sind, weil sie eben nicht mehr in die Sonne kommen. Selbst in sonnigen Ländern, wo wir Urlaub machen, ja, in Vorderen Orient oder auch in Indien oder so, die Leute haben Mangel. Überall, weil sie nicht mehr in die Sonne gehen. Wenn dann noch religiöse Dinge dazu kommen, dass die Frauen zugehangen werden mit Klamotten, ne, dann kommt gar nichts mehr durch. Im Iran, nur eine Story, im Iran ist nach der Revolution, als sie wirklich die Frauen komplett eingedeckt haben, ist die MS-Rate, Multiple-Sklerose-Rate, um den Faktor 7 bei den Frauen angestiegen. Das ist aktenkundig publiziert worden, ja. Und das ist unser Problem. Und wie schon gesagt, zwischen Oktober und März geht gar nichts. Und wer dann schon mit einem mickrigen Wert reingeht in diese Zeit, und das sind die meisten von uns, selbst wenn sie draußen waren, die haben dann einen Wert von 26 oder sowas, der schon nicht ausreichend ist, der landet dann irgendwo bei 6 oder 8 im März. Und das ist der Grund, warum wir auch die Grippeepidemien immer kriegen. Jedes Jahr im Winter geht die Grippe los. Warum? Die Leute kommen in ganz niedrigen Vitamin-D-Spiegel und dann sagen die Tierchen, sobald die in den Körper kommen, hallo, hier ist freie Arbeit, hier können wir uns ausbreiten.
Und dann laboriert man eine Woche an so einer blöden Grippe rum. Ich kann mich als Top-Vitamin-D-Mensch auch nicht vor der Infektion schützen. Aber die Vitamin D macht diese Tierchen innerhalb von 2 Tagen platt. Es gibt ein leichtes Fieber, das Immunsystem reagiert richtig und wutsch, sind die Tierchen platt.